Und weiter geht's mit Dark Souls 3 auf 4x-Beziehung. Inzwischen dürfte das jetzt die 38. Episode sein, die ich euch präsentiere. Und heute werden wir uns ein bisschen der gottlosen Hauptstadt zuwenden. Und wie man sieht, da lauert schon ein Gegner auf uns, der an einer bestimmten Stelle dann auf uns zukommen wird. Wir können ja mal das Fernglas rausholen. Der könnte wehtun. Ich könnte jetzt auch mal versuchen, auf ihn zu schießen mit Pfeil und Bogen. Aber wir haben auch nur noch ein Estus-Flakon. Wir müssen nicht unbedingt irgendwas riskieren, was dann tierisch in die Hose geht. Lieber rennen wir jetzt in die gottlose Hauptstadt rein. Ach, er kommt sowieso auf uns zu, ja. Ui, uiuiui. Recht uncool. Glück gehabt, dass wir das auch überlebt haben. So, jetzt aber in die gottlose Hauptstadt rein. Alles ziemlich zerstört, Ruinen. Können wir runterklettern oder runterspringen? Und da hinten ist das Leuchtfeuer. Am schnellsten kommen wir da. Okay, da ist die Leiter dahin. So, ich hoffe, es lauert hier nicht noch irgendwas auf uns. Schnell dahin. Alles andere ist jetzt unwichtig. Hauptsache, wir heilen uns. Oh, ausstrecken und Totenknochensplitter. Eine Geste und Untoten. Noch ein Splitter, das ist doch was Feines. Dann. Ja, wenn wir jetzt sowieso hier sind und uns hinsetzen, dann können wir auch mal zum Feuerwandschrein zurück. Da waren wir jetzt auch einige Episoden nicht mehr. Dann verbrennen wir erstmal den untoten Knochensplitter. Und verstärken unsere Anzahl an Estus-Flakons. Ja, für dich haben wir ja auch noch eine Kohle. Lords, where did you happen upon this coal? This is much too dark. I see the abyss in it. Yet a smith I remain. I won't turn down a request. But forget not. Your fight is for the flame and for your fellow kin, just like mine. A cursed fate this may be, but hope remains, does it not? Oh, by the way, if you fight naked without under. Okay. Dann haben wir dir alles gegeben. Haben wir inzwischen. Einen Titanitbrocken haben wir, glaube ich, eingesammelt, aber mehr auch nicht, oder? Ja, leider nur einen. Vielleicht können wir auch mal auf eine Spezialwaffe wechseln. Ist ja vielleicht auch mal ganz cool. Schauen wir gleich mal. Gracious. Passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. Ashen one, bring me with, is it not us? Okay. Von dir möchte ich gleich sowieso was Ashen kaufen. One.
Aber erstmal möchte ich etwas nachdenken. Okay, für das brauchen wir auch Funkeltitanit. Dann würde ich jetzt ungern das Funkeltitanit verballern. Bleiben wir doch bei unserer Waffe. Wie ist denn das mit dem... Ach ja, das hätte da gar keinen Blutungseffekt. Schade. Auch mal was Cooles. Ja, bleiben wir doch erstmal bei unserer Waffe. Was soll's. Aber... Von dir möchte ich jetzt ein paar lila Moosklumpen, nachdem ich aufgestiegen bin. Dann weiß ich nämlich, wie viele Seelen ich noch zur Verfügung habe. Gehen wir mein Glück ein, oder? Nee. Kondition, Belastbarkeit, Stärke. Dann nehmen wir Belastbarkeit, das erhöht unsere Belastung und auch die Giftresistenz um 1, das ist ja auch ganz praktisch. Und jetzt haben wir noch 18.000 Seelen. Und von diesen 18.000 Seelen hätte ich gerne 18 lila Moosklumpen. Und das Schild wechseln wir jetzt aber auch mal wieder. Bisher mussten wir ja noch gar nicht parieren. Und dann lieber wieder das Schild des Verlangens. Jo. Das wäre soweit geklärt. Also wieder zurück in die gottlose Hauptstadt. Wollen wir da mal ein bisschen aufräumen. Eine lange Leiter. Wow. Ah ja. Tolle Karte. Ja genau, hier kommt man sogar relativ fix runter. Aber da muss ich noch gar nicht hin. Ich hoffe, die schießen mich jetzt nicht auf der Leiter. Ah, das sieht gut aus. Ja, um dieses Gebiet kümmern wir uns später. Erstmal stehen da oben noch so ein paar Sachen an. Ja, hier können wir schön nach draußen gucken. Der Lichtstrahl. Wenn wir hier lustig umherrollen, ziehen wir aber lieber einen anderen Ring an. Meine Geräusche müssen wir hier sowieso nicht falscher Ring. Der Ring. Ist auch noch ein Gargoyle. Ich habe ja gerade gesehen, wir haben ja immer noch den 4.8. und der Maxi spielt jetzt gerade schon Dark Souls 1 in, ich glaube, Episode 35 oder so, habe ich mich das ja gefragt, ob er sich das holt und ja, hat er. Vielleicht ist er auch schon bei den Gargoyles.
Alles in Ruhe kontrollieren, nicht, dass wir irgendwas vergessen. Beziehungsweise übersehen. Hier ist nichts weiteres. Okay. Ja, zu dem Item, wie kommt man denn nochmal dahin? Irgendwie von außen? Ich weiß gar nicht, ob man das von hier schaffen kann oder vielleicht hier unten, wenn wir eine Etage runterspringen. Wir denn da am besten hin? Das hat geklappt. Können wir schauen, ob hier noch was liegt? Nee, hier liegt nichts mehr. Auch gut, dann jetzt nochmal ganz vorsichtig versuchen, zu dem Item zu kommen. Und wir haben es verkackt. Aber ich glaube, man kommt auch irgendwie außenrum dahin. Aber wenn ich jetzt wüsste, wie genau. Ich glaube, wir gehen erstmal nach draußen. Darum können wir uns immer noch später kümmern. Okay. Wir überleben es ja sowieso. Leuchtet da noch was, oder? Nee, da geht's nur in den Tod. Hier auch. Nee, dann ist hier unten nichts, was uns interessiert. Also gehen wir wieder nach oben. Und kommt da schon einer auf uns zu? Oder noch nicht? Da geht eine Leiter hoch. Vielleicht kommen wir über die Leiter an das Item. Schauen wir doch mal. Tatsächlich. Da haben wir die rostige Münze. Ja, die Ringe sind in Ordnung. Hier sind auch wieder Geräusche, das gefällt mir gar nicht. Und da kommt er. Das ging schnell. Finde ich gut. Das hat mir gefallen. So sollte das immer ablaufen. Aber so läuft es leider viel zu selten ab. Wenn ich hier jetzt runter gleite, dann falle ich eine Stunde endlos in die Tiefe. Das lasse ich lieber. Ich glaube, jetzt bleibt uns sowieso nichts anderes übrig, als hier reinzugehen. Und wir können schon mal unsere Klamotten wechseln. Situationsbedingt für das, was uns erwartet. Gift 29. Gift 26. Gift 30, oh. Gift 31 ist das Beste. 59, 64.
50. 71. War, glaube ich, das Beste. Aber die Gemäldehüterklamotten. Dann nehmen wir das ganze Gemäldehüter-Equipment mal. Wo sind denn da die Handschuhe zu? Ach, da. Aber die Hose war sogar schlechter. Banditenhose ist gut. 43. Ah, die Banditenhose, die gefällt mir besser. Hier. Wir können ja mal die ganzen Banditenklamotten nehmen. Ja, laufen wir mal als Bandit rum heute. Okay. Dann, den Katzenring. Ist natürlich immer noch praktisch, aber ich hätte lieber den, der meine Giftresistenz erhöht. Eine Rolle ist auch noch okay. Ich jetzt wüsste, ob hier wieder irgendwelche Fallen sind. Sieht doch schon so aus, da ist doch ein Loch im Boden, oder? Ja. Das wollt ihr doch nur. Genau das. Und noch eine davon. Ja, die haben wir aber bekommen. Und ein weiteres Funkeltitanit. Und die zweite, das wird jetzt so eine Sache für sich. Hey, auch. Gut, die beiden Funkeltitanits haben wir. Das gefällt mir. Hier fallen wir auch wieder runter. Da geht's zu dem Weg, bei dem wir hergekommen sind. Ist hier noch was? Okay. Eine rostige Goldmünze, ja, und jetzt können wir uns dann gleich auch entscheiden, wo wir runterspringen. Oder gehen wir hier rein? Wäre auch eine Möglichkeit. Da müssen wir nirgendwo runterspringen. Ja, und wie man sieht, da unten lauern schon wieder diese Einviecher. Noch ein paar dieser Moosklumpen. Wo wir gerade wieder Moosklumpen gefunden haben, die rüsten wir gleich mal aus. Die werden wir hier nämlich brauchen. Und vielleicht einmal den Katzenring. Jetzt geht der Spaß hier los. Jetzt können wir den Ring aber wieder wechseln. Und uns langsam hier durcharbeiten.
Da hinten laufen sie schon rum. So, jetzt müssen wir erst wieder. Oder? Kommt noch einer? Nee, Gott sei Dank nicht. Das Gift etwas runterschreiten lassen. Können wir den anlocken? Komm. So, jetzt hat er uns bemerkt. Kann der Spaß ja losgehen. Das verläuft bisher ganz gut. Das könnte ätzender sein. Ein Läuterungsstein. Hey, nicht weiter Gift aufbauen. Noch einer weg. Aua! Fuck! Da haben sie mich einmal bekommen. Können wir dich noch anlocken? Tatsächlich. Wundervoll. Und jetzt? Ja, da hinten könnten vielleicht noch welche sein. Das ist schwer abzuschätzen hier. Ja, da ist auf jeden Fall noch eins, aber kriegen wir das auch? Probieren wir unser Glück. Bisschen höher. Ja, supi. Was? Direkt zwei? Okay. Hey, beachte mich. Und es kommt auf uns zu. Es kommt. Ach, dann müssen wir jetzt wohl doch ins Getümmel. Dann werden wir jetzt Toxic kennenlernen. Giftig. Moosklumpen. Einen giftigen Edelstein. Und wieder giftig. Jetzt lassen wir es aber auch erstmal ein bisschen voll werden. Fluchbissring. Den schauen wir uns gleich mal an. Jetzt nehmen wir mal wieder eins und jetzt trinken wir einen Schluck. Ja, ich glaube, hier haben wir alles. Ich sehe zumindest nichts mehr leuchten. Gut. Aber hier müssen wir noch schauen. Jetzt müssen wir erst wieder das Gift ein bisschen schwinden lassen. Ja, das ist eine etwas doofe Stelle, aber gut. Immerhin nur dieses kleine Gebiet mit dem Toxic. In Dark Souls 1 gibt es da ein viel fieseres Toxic-Gebiet. Da kann man sich hier nicht beschweren. Da wird sich der Maxi auch noch freuen, wenn er in das Gebiet kommt. So, der Giftzustand ist. Ach! Hat sich abgebaut. Ein Beichtstein und. Ach! Ah! Hui, das war gerade so an der Grenze. Sesam, öffne dich. Ach, die großen Viecher.
Nein, nein. Ah. Um Gottes Willen. Aua. Okay, hier haben wir echt ein Problem. Mit denen fertig zu werden. Vielleicht doch lieber hier drin. Ich weiß es echt nicht. Erstmal haben wir uns den Gegenstand. Noch ein paar Läuterungssteine, okay. Er hat uns... Ah, Tasten drücken, Tasten drücken. Na bitte. Und wir sind von einem in den anderen reingerauscht. Und jetzt schnell wegspringen, wegspringen. Scheiße, falsches Item. Alter, ey. Wie soll ich denn drei auf einmal im Auge behalten? Mit Rückspringen ist das... Das ist echt mies. Links hast du den einen und dann kannst du da nicht zurückspringen. Das ist... Aua. Und immer neue Moves. Nein! Da haben sie mich wieder. Okay, da waren es nur noch zwei. Gott sei Dank. Oh, da wurde ich zu gierig. Scheiße. Ich hab die... Ich... Oh Gott. Aua. Ist das eine üble Scheißstelle, ey. Ich könnte es mir natürlich super einfach machen und... die... mit Pfeil aus... höheren Ecken beschießen. Ich glaube, so habe ich das damals auch gemacht, aber heute riskieren wir mal was. Und er hat es überlebt. Ich krieg zu viel. Nein, 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 nein. Ach, ich wollte eigentlich an ihm vorbeigleiten, aber ich hätte mal lieber rollen sollen. Das wäre klüger gewesen. Eleonora, wir haben es geschafft. Puh, das war ja mal eine Hausnummer. Ein ganz anderes Level, wenn man die... Gut, die sind wohl auch empfindlich gegen Blut, aber ich habe jetzt hier keine
Würfel gut aufgewertet. Die hätte ich benutzen können, aber die hätte ich auch erst aufwerten müssen, um gut Blutschaden aufzubauen. Naja, schauen wir uns mal Eleonora an. Eine merkwürdige Waffe der missgestaltenden Bewohnerin der gottlosen Hauptstadt. Es heißt, dass sie Angehörige eines Orakels waren und ihr Fluch die gottlose Flamme entzündete, sie aber trotz ihrer Taten sorglos weiterleben konnten. Fertigkeit Festmahlsglocke. Durch Hochhalten und Schütteln der Axt erklingt ein schwaches Läuten, das kurzzeitig Waffen schärft und mit jedem Treffer TP generiert. Regeneriert. Ja, und mit diesem Text und dem gerade gesäuberten Raum hier verabschiede ich mich aus dieser Folge. Also Leute, macht's gut.